Ja, das ist die. Ja, auf der Map haben wir, glaube ich, schon mal. Ja, wir haben bisher nur ein einzige. Wow, das war krass. Ein einzige Match gemacht. Und das war auf dieser Map. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir nochmal so gut sind. Oh. Nix da mit deinem. Oh, Dankeschön. Der hat mich gerettet. 6:2. Dieses Instagram ist einfach so lustig. Du rennst einfach bekloppt in der Gegend rum, ballerst ab und zu. Scheiße. Da war einer schneller als ich. Ballerst ab und zu blöd in der Gegend rum. Aber du. Ah, fuck. Springst die meiste Zeit, kriegst zufällige Schüsse ab. Machst manchmal auch zufällige Schüsse. Das ist total chaotisch. Hallo. Und wenn du da eine halbe Sekunde stehen bleibst, dann bist du halt tot. Oder wenn du zu nah an den Gegnern bist, so wie ich gerade. Oh Gott! Sag mal, was ist los? So. Und wenn du hier nicht links und rechts wackelst, dann war's das sowieso für dich. Also wenn du hier nur geradeaus läufst, sozusagen. Tja. So. So. Haha, ein Doppelkill im Instagram. Cool. Gut, so schwer ist es ja nicht, wie man sieht. Ja, ich bin hier direkt ins Gesicht gesprungen. 26:10. Was soll das denn? Oh, lost. Was soll das denn? Warum fordert ihr uns heraus, wenn ihr so keine Chance habt? Das war ja einfach. Da konnte ich ja sogar gemütlich zielen. Hier sind irgendwie keine mehr. Oh, cool. Oh, ich weiß, was ich noch machen kann. Zeige ich euch gleich. Noch ein so ein Nicht-Tournament-Match. Einfach so zum Spaß. Ja, yeah, Fennis hat mal wieder. Oh, Fennis ist sau abgegangen. 17 Kills von 35. Ja, die Hälfte aller Kills alleine gemacht. Geil, Fennis, du bist genial. Dahin stehe ich. Fennis mitzunehmen war eine gute Idee. Ja, wir haben Everest verteidigt. Wir haben die 35 Kills in 2,04 Minuten gemacht. So, was müssen wir morgen oder irgendwann noch machen? Ich dachte gerade. Es sieht ja fast genau gleich aus. Wir haben hier noch zwei Capture the Flags. Wir haben noch zwei Bombing Runs. Und wir haben ein Assault. Und dann sind wir im Finale. Ich würde sagen, beim nächsten Mal mache ich diese 5 Matches. Alle. Ich hoffe, dass ich sie alle auch gewinne. Sonst weiß ich nicht, was ich mache. Und das Tournament, das Endspiel machen wir dann erst das Mal drauf. Also, ich plane hier schon sehr weit voraus. Jetzt zeige ich euch hier noch. Oder was soll ich zeigen? Ups, ich werde auch gar nicht ins Internet. Schnellstart. Jetzt zeige ich euch hier noch ein spaßiges Match. Oder ich mache jetzt einfach noch ein spaßiges Match. Onslaught muss ich euch danach noch zeigen. Das mache ich erst nach dem Tournament. Sobald es vorbei ist, zeige ich euch ein paar Onslaught-Maps. Wahrscheinlich 2, maximal 3. Den Rest kennt ihr zum großen Teil. Assault kennt ihr mittlerweile. Deathmatch kennt ihr. Capture the Flag kennt ihr. Team Deathmatch, Double Domination, Bombing On. Dann gibt es hier noch Mutant. Das kann ich euch auch mal so zur Abwechslung zeigen, damit ihr alles kennt. Genau wie Invasion. Invasion, das habe ich auch mal gespielt. Das ist ziemlich schwierig, würde ich sagen. Last Man Standing. Jeder Spieler beginnt mit einem Grenzen an sein Leben. Ja, das hört sich auch cool an. Und Instagram-CTF. Was? Wie geil ist das denn? Das muss ich euch auch auf jeden Fall noch zeigen. Ich will es ja selber sehen. Ah ja, geil, habe ich euch letztes Mal gezeigt. Das will ich euch aber heute nicht zeigen. Wir gehen in Tokara Forest. Spielregeln. Nein, nicht Anfänger. Was habe ich überhaupt vor? Achso, ich glaube, ich will ein ganz normales Instagram-Match machen, dann machen wir auch Erfahrung. Hier gibt es übrigens ein paar Mutatoren. Arena. Was? Blicke ich gerade nicht? Big Head. Ihr Abschneiden bestimmt die Kopfgröße. Das heißt, dann wird der Kopf immer größer, wenn man schlechter ist und dann ist man leichter zu treffen. Oder andersrum, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall so eine Art Handicap. Dann gibt es hier noch zwei Kombos: Schrumpf-Kombo und Tarnungskombo. Bei Tarnungskombo rennt man, glaube ich, als Baum rum, weil Schrumpf-Kombo ist mal einfach voll klein. Kann kaum mehr getroffen werden und alles. Ändern Sie, wie sich Spieler in der Luft bewegen. Instagib, das will ich mitnehmen. Instagib mit Zoom gibt's auch. Die haben dann noch Scharfschützenfernröhre. Rohre. Röhre. Dann kein Adrenalin, keine Superwaffen wie der Redeemer und so. Lightning Guns ersetzen die Sniper Rifle, das gibt's auch umgekehrt. Hier unten Sniper Rifle ersetzt die Lightning Gun in der Map. Geringe Schwerkraft ist bei der Map aber eh schon vorhanden. Matt Bonus Vehicles. Verstehe ich nicht. Ja, Vehicle Pickups ist das, dass man mit Autos Bonus oder eben auch Waffen einsammeln kann und dass die dann der Fahrer kriegt.
Dann Onslaught-Waffen zu einer... Ja genau, da gibt's die eine Waffe, von der ich euch erzählt habe, irgendwann mal diesen Rocket Launcher, der auch extrem effektiv gegen gegen Autos und so ist. Den gibt's nur im Onslaught, werdet ihr aber bestimmt noch sehen. Regenerierung der Gesundheit, was ist das? Für jede Spezies eine Kampfstatistik, Spielgeschwindigkeit verändern. Waffen sind wahnsinnig schnell und leistungsfähig. Oh geil, alle auf Berserker stellen, ist ja cool. Das habe ich noch nie ausprobiert, glaube ich. Wenn Ushan Power-Ups eingesammelt werden und der Spieler dann getötet wird, dann fliegen die Power-Ups oder die Schaden-Power-Ups eben, also die Double-Damage-Teile von ihm weg, dann kann man sie einsammeln. Klassische UT-Waffen und Bewegungsposition-Optionen probiere ich irgendwann mal aus, vielleicht. Schnelles Waffenwechseln, Ausweichmanöver im UT-2003-Stil. Erforderlich, um UTV 2004 CR-Mode zu unterstützen. Vampir, Beschädigen des Gegners bringt Heilung. Vierfachsprung statt Doppelsprung. Und Zeitlupenleichen ist auch recht lustig. Irgendwann kämpfe ich mal mit allen möglichen Mutatoren und zeige euch alle. Wird bestimmt witzig. Dann gehe ich aber besser auf Anfänger, damit ich schön viel Zeit habe, euch alles zu zeigen. So, Tokara Forest. Ein Insta-Gib-Match. Soweit ich weiß, ist automatisch 4 gegen 4 oder 6 gegen 6 oder 8 gegen 8. Spieleranzahl sind... Bin ich wahnsinnig! Ich habe ein Insta-Gib-Deathmatch gemacht, statt ein Team-Deathmatch. Egal. Ich probiere es einfach mal. Das war eigentlich nicht geplant, glaube ich. So. Normalerweise sind es 8 bis 16 Spieler vorgegeben. Das wird dann automatisch so ungefähr aufgefüllt, dass es gut aussieht. Also Tokara Forest. Schwerkraft, also geringe Schwerkraft. Man fliegt hier wirklich in Zeitlupe in der Gegend rum und ist vor allem jetzt hilflos den Schüssen ausgeliefert. Oh fuck, mein Kill, du Arsch. So, Domina.